Hallo ihr Lieben, dies ist jetzt ein Video, nicht aus der Konserve, nein, das ist frisch gedreht worden, nur ich mache die Ansage von zu Hause aus. Was in diesem Film passiert, werdet ihr sehen nach dem Intro. Und nun viel Spaß bei dem Intro und bei dem Video. Hallo ihr Lieben, ich bin wieder unterwegs. Heute bin ich mal nicht in einem Park oder so. Nein, heute geht es kurz vor Ostern zu einem Osterfeuer. Wie es losgeht, sage ich euch, wenn es beginnt. Es fängt um 19 Uhr an. Hinter mir sind natürlich Stände, da kann man zu essen, zu trinken kaufen. Kleines Feuerchen ist an. Und ich melde mich gleich wieder, wenn das Osterfeuer angeht, um 19 Uhr. Bis dann. Jetzt ist das Feuer angestochen worden und ich freue mich mit großem Vergnügen, hier euch jetzt das Feuer präsentieren zu können, dank der Feuerwehr von Jalsdorf und Emmendorf. Hallo. Ihr habt wenigstens schon an. Ihr habt das hier schon an. Grün und Emmendorf noch nicht. Ja, aber die haben auch nur Feuerkörbe. Ne? Die haben auch einen kleinen Haufen. Ach so. Aber den machen sie erst um 19 Uhr an. Ja, 19 Uhr ist er jetzt auch. Wie gesagt, die sind da weggefahren, da war es noch nicht angezogen. Wir haben ja, wie gesagt, wir haben 18:30 angefangen. Wir machen auch vorweg ein bisschen was für die Kinder. Und also so ein bisschen Brandschutzerziehung. Und dann fangen wir eigentlich auch an mit dem Feuer. Ne? Ja, ich kenne das auch nicht anders, weil ich ja auch in der Feuerwehr war. Aber leider irgendwie mit Kölner Raum. Also wenn man da wegzieht, dann muss man auch aufstecken. Das kann man wirklich. Ja, neu anfangen, habe ich auch keinen Bock. Oh, als Kreissteuer kannst du überall wieder einstehen. Ja, dementsprechend auch angerechnet, was du an Lehrgängen hattest. Ja, komm, mal auf den Unterpfand, meinst du, reicht das, ne? Ja, für einen normalen Feuerwehrmann ist gar kein Problem. Richtig hoch, ne? Oh ja. Guck mal hier.
Die Rauchwolke. So, was für ein schönes Osterfeuer. Wir werden aber sehen, ob wir noch viel mehr hier kriegen, was vorne an den Ständen ist oder sonst was. Die Feuerwehr ist immer dabei. Und mit diesen Bildern sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao.